Für andere ist es eine bequeme Unterlage, um am Meer zu liegen. Und wiederum für andere ist es ein super wertvoller Rohstoff. Aber wofür? Zum Bauen von Häusern. Denn letzten Endes sind Häuser auch nur riesige Sandburgen. Und das liegt daran, weil in diesem Beton, den man nutzt, um Decken, Böden, Wände oder auch solche Bausteine aus Beton herzustellen, da steckt jede Menge Sand drin. Das hier, das sind die Hauptbestandteile von Beton. Da nimmt man erstmal jede Menge Sand. Hier in dem sind noch kleine Kieselsteine mit drin. Manchmal sind es auch größere Steine, damit das gröber wird. Und da gibt man dieses graue Pulver hier dazu. Das Zeug ist Zement. Der sorgt dafür, dass der Sand zusammenklebt. So, und am Ende kommt jetzt noch Wasser drüber. Da, vorsichtig einschütten, damit nichts daneben geht. Alles noch schön umrühren. Ah, so. Und schon hat man fertigen Beton. Überall auf der Welt wird jede Menge Beton gebraucht. Und das ist ja auch klar, weil es wird auch jede Menge gebaut. Und zwar so viel, dass Sand zu einem der begehrtesten und kostbarsten Rohstoffe überhaupt geworden ist. Nur, wo bekommt man so viel Sand her? In Deutschland werden dafür zum Beispiel Wälder abgebaggert. An den Küsten wird der Strand und der Meeresboden abgetragen. Und das hat schlimme Folgen. Denn die Küsten, die werden geschwächt und dann kann es auch zu Überschwemmungen kommen. Da muss also dringend etwas passieren und genau da kommt Ellens Idee ins Spiel. Natürliche Rohstoffe nicht übermäßig verbrauchen oder vielleicht sogar wiederverwenden. Ich meine, schaut euch mal so einen ollen gebrauchten Klumpen Beton an. Nur weil da Sand reingesteckt wurde, ist er nicht weg. Wäre es nicht cool, wenn man den auch wieder rausholen könnte? Aber ganz so einfach, wie das klingt, ist es leider nicht. Weil wenn man sich so ein Stück Beton mal ganz genau anschaut, dann sieht man, neben Sand stecken da noch andere Materialien drin, wie hier solche gröberen großen Steine. Oder auch so kleine, feine Steinchen hier. Das ist viel zu schade, um es wegzuschmeißen, Leute. Und deswegen holt man das hier alles wieder raus. Die Frage ist nur, wie funktioniert denn das? Alten Beton aus abgebrochenen Häusern gibt es hier schon einmal genug. Auf der Baustelle, bereits grob von etwa Holz oder Metall getrennt, geht's jetzt los mit der Wiederverwertung. Das ist gar nicht so einfach. Als allererstes müssen die großen Steine erstmal zerkleinert werden. Das ist sozusagen noch richtige Handarbeit mit einem Bagger und dem passenden Werkzeug. Die so zerklopften Betonteile kommen dann in den Brecher. Das ist eine große Maschine, die Teile immer weiter zerkleinert. Die Maschine macht aus den dicken Betonbrocken dann immer kleinere. Und das wird dann gleich sortiert, bis hin eben zum kleinen feinen Sand. All der Sand und die verschiedenen Kiese werden dann entweder direkt abtransportiert und weiterverarbeitet oder in der Deponie zwischengelagert. Und das Beste ist, das geht nicht nur mit Beton, sondern auch mit solchen Ziegelsteinen, aus denen ja auch Häuser gebaut werden. Und aus all diesem Material kann man dann einfach neuen Beton machen. Auch solche Erde von Baustellen kann man recyceln. Da steckt ebenfalls wertvoller Sand und Kies drin. Nur dann muss das Zeug in so einer riesigen Waschanlage hier sauber gemacht werden. Also erst grob waschen, dann weiter befördern, nochmal gut durchmischen. Fein waschen und rütteln. Am Ende stehen dann die wertvollen Rohstoffe schön säuberlich getrennt voneinander wieder zur Verfügung. Die so getrennten Materialien können dann wiederverwendet werden. Wuhu, also auch der Sand hier, daraus kann man auch wieder feinsten Beton herstellen. Und die ganze Anlage, die hast du, Walter, ja aufgebaut. Warum hast du das gemacht? Was ist die Idee dahinter? Vor knapp 10 Jahren habe ich in der Schweiz gesehen, dass man aus alten Häusern quasi neue Häuser bauen kann. Das heißt, aus den Einzelteilen, die ich jetzt gesehen habe, aus den Rohstoffen, macht ihr wieder Beton. Ist auch mein Sand drin? Recycling-Sand ist nicht zugelassen für die Frischbetonherstellung. Wie? Also ich darf keinen recycelten Sand in die Herstellung von neuem Beton stecken? So ist es. Warum? Die Gesetze lassen es nicht zu. Aber habt ihr schon mal aus recycelten Materialien Beton hergestellt? Geht das dann aus nur recyceltem Material? Dann ist das eine Recycling-Zementmischung. Funktioniert problemlos. Es ist also möglich, aus altem wieder neuen Beton zu machen. Nur in Deutschland darf man mit diesem Baustein momentan noch keine Häuser bauen. Maximal nur so eine Halle hier. Irgendwie doof.
Denn es ist doch so einfach. Ein altes Haus wird abgerissen, der Bauschutt wird aufbereitet und wiederverwendet. So entstehen dann neue Häuser. Ein perfekter Kreislauf. Sag mal, aber was macht ihr dann mit dem ganzen Sand, wenn man ihn nicht in Beton reinpacken darf? Ja, zum Beispiel nehmen wir hier Erde von Baustellen und da geben wir unseren Sand dazu und Qualitätskompost und dann entsteht wertvolle Muttererde. Für einen Garten oder Parkanlagen oder sowas. Zum Beispiel, genau. Wahnsinn, schon erstaunlich, was hier passiert und wie aus altem Beton und auch Bauschutt Rohstoffe wiedergewonnen werden.